Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Arc. Hinter mir seht ihr dieses widerlich pulsierende Dings da, was etwas aussieht, was heißt etwas, was ziemlich genau aussieht wie ein Alien-Ei, zumindest der untere Part. Wie ihr seht, sind das hier die Eier von unseren Lymantrias, denn ich habe tatsächlich nochmal zwei gefunden, die waren direkt beieinander. Ein 130er Männchen und ein 150er Weibchen. So, und das hier sind jetzt die ersten Eier. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wer hier wo welche Werte am besten hat. Die heißen also sie 130 und er 130 und sie 150 da hinten. Aber die Werte, die einzelnen, habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Da das aber jetzt so wahnsinnig umständlich ist und ich jetzt nicht jedes Ei immer erstmal ausbrüten lassen möchte, um zu gucken, ob das Tier gut ist oder ob das Tier nicht gut ist, würde ich natürlich liebend gerne mir diese Brutmaschine machen. Jetzt sehen wir erstmal kleine Babymotten. Ist das nicht niedlich? So, das hier ist ja jetzt von der 150er und der 130er. So, also wir bräuchten vom Vater... kommt man hier auch wieder zurück? Nee, ne, man kommt hier aus dem Bildschirm einfach immer nicht wieder zurück. Ist auch toll. Doch so. Okay, wir bräuchten vom Vater die Gesundheit. Hatte schon mal nicht und damit brauchen wir das Tier schon mal nicht. also das hier ist auch nicht der richtige Wert. Der müsste von der Mutter sein. Das ist auch nicht der richtige Wert. Das hier ist der richtige Wert. Und das hier, na gut, aber alles andere eben nicht. Das heißt, auf die können wir nämlich direkt schon mal gleich verzichten. Das habe ich mir schon gedacht. Bei dem Level frei lassen und direkt mal drauf hier kackt. Und bei dir, du hast ja nun beide 130er als Eltern. Okay, das ist schon mal richtig. Ja gut, die Nahrung ist jetzt tatsächlich nicht unbedingt richtig, aber Gewicht wäre richtig. Die Nahrung wäre jetzt halt nicht richtig. Aber gut, im Endeffekt ist es sozusagen ein Weibchen. Das Weibchen ist genauso wie der Vater. Das Einzige, was von der, die wir zuerst gezähmt hatten, gut ist, also besser als bei den anderen, ist der Nahrungswert. Ich weiß, es ist überhaupt nicht wichtig, aber ach komm, wenn wir schon uns eine machen, wir wollen die ja nicht auf Werte mutieren. Ich will einfach nur eine, die die besten Werte hat. Wir wollen die nicht auf Werte mutieren, wir wollen die dann auf Farben mutieren. Und ja, dann muss das halt reichen. Passen die da rein? Die passen da auch nicht rein. Ich brauche irgendein Beseitigungstier. Ne, wir machen uns auf jeden Fall erstmal die Brutkammer. Wir gucken mal nach, was die so kostet. Ich befürchte, ich brauche eine ganze Menge Metall, was ich nicht habe. Chup, 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 chup. Da ist sie. So, wir brauchen 250 Electronics, okay. 200 Kristalle, ist auch nicht so ein Thema. 500 Metall, das geht ja eigentlich noch. Polymer, Zement, okay. Dann fangen wir mal mit dem Zement an. Den können wir jetzt in unserer schönen Chemiebank machen. Haben wir denn noch irgendwas dafür hier drin? Raus damit. So. Und dann Steine. Ach ja, müssen wir erstmal welche farmen. Ja, also ich werde mich mal hier bemühen, die Ressourcen ranzukriegen. Und wenn ich dann diese Brutkammer habe, das ist einfacher. Ich dachte, man kann immer die Eier nicht aufheben. Man kann die Eier aufheben. Das habe ich euch jetzt gerade gar nicht gezeigt. Also man kann die Eier aufheben. Deswegen will ich jetzt doch den Brutschrank haben. Ich dachte halt, man kann sie nicht aufnehmen, weil ich meine, dass es am Anfang beim Bloodstalker irgendwie so war. Man konnte die nicht aufheben. Und dann brauche ich auch keine Brutkammer. Aber man kann sie aufheben und deswegen will ich eben doch eine Brutkammer haben. Und ja, deswegen brauche ich erstmal eine ganze Menge Ressourcen. Finally, wir haben es geschafft. Wir haben alles. Schalten das ein, wir stellen das her. Und yes. Da ist es und schon haben wir wieder gar nichts mehr. Oh. Das geht immer so schnell. Okay, wir stellen das mal auf. Wahrscheinlich braucht das auch wieder Benzin oder so. Kommt wahrscheinlich nicht alleine mit Strom klar. Ja, wundert euch nicht. Seht ihr dann vielleicht in der nächsten Folge oder ihr habt es in der letzten gesehen, je nachdem, mit welche ich jetzt letzten Endes schneller bin. Okay, ganz offensichtlich ist die... Ich muss mal die Tiere irgendwie ein bisschen umplatzieren. So. Und... So. Und das Männchen dazwischen.
So, da steht er mir schon mal nicht im Weg rum. Ich glaube, die andere können wir noch mal ein bisschen näher ranstellen. Na, aber nicht so halb in die Wand. Das ist nicht schön. So. Okay, da kann man die Maschine jetzt mal hier daneben stellen, denke ich. Ach, wie schön. Ah, da verschwindet sie schon im Hintergrund. Man es echt immer so schwer einschätzen kann, wie groß so ein Gerät ist, ne? Ja, so, ich schätze mal, das passt so. Okay, so. Geh mal hier so und so. Entspann dich, während die Eier ausbrüten. Mir steht jetzt nicht, dass ich noch irgendwas brauche. Es scheint an zu sein. Betriebsbereit, ne? Steht ja da. Verhalten, Paarung aktivieren. Habe ich das bei allen ausgeschaltet? Ich dachte, ich hätte das nur bei ihm ausgeschaltet, weil das reicht ja theoretisch. Okay, cool. So, dann können die gerne Eier produzieren. Wenn die damit fertig sind, dann packen wir die da rein. Stellen die Temperatur ein und dann gucken wir uns die an. Wie gesagt, also von ursprünglich dieser hier, die hat jetzt natürlich super, super Werte schon, weil wir die gelevelt haben. Aber von der brauchen wir, wenn wir denn das überhaupt wollen, nur den Nahkampfwert. Von ihm brauchen wir Gesundheit und Gewicht. Gewicht ist auch echt nicht so unwichtig. Und von ihr halt alles andere, was da Ausdauer, Sauerstoff, wenn man es dann drauf anlegt. Und vor allem Nahkampfschaden, denn die hat 402% Nahkampfschaden. Ja, im Vergleich zu der anderen, die hat 284. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. So, wie lange dauert es hier noch? Okay, ein bisschen dauert es schon noch. Dann haben wir unsere Eier, dann sammeln wir die ein, dann zeige ich euch das nochmal. Wir packen die da rein und dann gucken wir, genau, wer hier die guten Werte verteilt. So, Achtung. Bäh. Zack, wir nehmen das auf. Wir nehmen das auf. Und wir packen das da rein. Ja, hier sehen sie aus wie normale Eier. Interessant. Dann gucken wir mal, wie ist so eure Temperatur? Okay, wir müssen viel, viel wärmer. Temperatur plus 10. Wie sieht es jetzt aus? Okay, jetzt brauchen wir nur noch plus 1. Temperatur plus 1. Okay, jetzt passt's. Ne, seht ihr. Aber das Blöde ist, hier stehen ja jetzt leider nur die Level, die da reingegangen sind und nicht der eigentliche Wert. Also das hier war von den beiden 30ern. 34 Level in Gesundheit, das sieht mir aber ziemlich gut aus. Der hier hat zum Beispiel nur 33. Okay, dann ist das auf jeden Fall der richtige Wert. Ich muss mir das nochmal daneben schreiben. Sonst, ja. Sonst weiß ich ja nicht, worauf ich achten muss. Okay. So, dann haben wir endlich auch das erste perfekte Weibchen. Also selbst mit dem perfekten Männchen ist das jetzt, glaube ich, das 8. Jungtier. Ja? Also ich meine, es kann nur ein einziger Wert falsch sein. Und trotzdem hat es 4 Versuche von der und 4 von der gebraucht, bis ein gutes Tier dabei rumgekommen ist. Also hier steckt irgendwie der Wurm drin. Die wollen einfach nicht. Apropos Wurm. Was ich natürlich richtig geil gefunden hätte, wenn die so richtige Larvenstadien durchgemacht hätten. Das fände ich richtig gut. Haben sie jetzt nun leider nicht. Also wenn die sowohl... Man hätte die Flügel einfach so klein machen können und den Körper ein bisschen länger ziehen, dann hätte es vielleicht ausgesehen wie eine Raupe. Und dann wären da so langsam die Flügel gewachsen. Das hätte ich irgendwie cool gefunden. Aber naja, so ist es halt. Beziehungsweise so ist es eben leider nicht. So, hier sehen wir, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Da fehlt alles außer der Gesundheit. Und hier haben wir tatsächlich wieder eins, was richtig ist. Ist auch wieder ein Weibchen, das ist sehr gut. Ich brauche mindestens 2, besser 4 vielleicht, ne? Damit wir da wirklich gute Jungtiere bekommen können. So, wir haben jetzt insgesamt 5 Mutationen, leider, immer nur auf 2 verschiedenen Werten. Nämlich immer nur, ich fange jetzt mal nicht mit 0 an zu zählen, ich sage jetzt einfach mal Nummer 1 bei dem ersten dazu, ja. Wir haben immer nur Mutationen bei 2 und 4, ne? Also Farbfeldern. Das hier ist jetzt einer bei 4, das ist grün, der hat eine Mutation auf Gewicht. Dann haben wir hier eine Mutation, das ist eine auf Sauerstoff, aber wieder die gleiche Region. Wieder die gleiche Region, eine Mutation auf Nahkampfschaden, das natürlich ziemlich gut ist. Und jetzt haben wir hier vorne 2x1 auf der Region 2.
der hier hat eine Mutation auf Ausdauer und der hier hat eine Mutation, oder? Nee, warte mal. 42, 40, 47, 41, 36. Ja, die haben genau beide eine Ausdauermutation, beide die Region 2, oder wahrscheinlich ist es eins, einmal ein helles Gelb und einmal ein dunkles Gelb. So, ich würde jetzt mal, wir brüten mal die ersten beiden aus, ja? Dann also Nummer 1 und 2. Sind beides Männchen, beide eine Ausdauermutation auf Ausdauer, eine Ausdauermutation eben. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich das Orange wesentlich schöner finde. Ich würde den hier tatsächlich behalten. Den anderen nicht. So. Und bei den anderen dreien, da gucken wir mal. Ups, wir müssen hin und wieder mal hier die Eier aufheben. Es geht so schnell. Ich habe jetzt hier zwischendrin auch schon mal wieder welche ausgebrütet, aus Versehen, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Folge niedrigste. Du kommst mal mit. Es dauert so lange. Mir ist jetzt auch schon ein Stromgenerator insgesamt kaputt gegangen. Auch krass. So, aber bei den anderen, da ist es mir ehrlich gesagt, jetzt müssen wir einfach gucken, welche Farbe da am besten passt. Also eine Nahkampfmutation klingt toll, nützt in dem Fall aber einfach mal so überhaupt gar nichts, weil die können überhaupt nicht kämpfen. Ich glaube nicht, dass der Pups dann irgendwie krasser wird oder so. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Habe ich noch Bärchen im Inventar? Hier, guck mal, die kannst du haben. So, und... Oh, der Wolf ist offenbar draußen. Ja, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Dafür heben wir aber die hier auf. Zack, alle beide. So, und bevor wir die da reintun, würde ich sagen, also wir gucken nochmal... was war das hier? Okay, die haben alle das gleiche Feld. Eine Mutation auf Nahkampf, eine Mutation auf Gewicht und eine Mutation auf Sauerstoff. So, da würde ich ja sagen, dass die Gewichtsmutation ist wahrscheinlich die interessanteste. Ich glaube aber, dass mir die Farbe am wenigsten gefällt. Wir gucken. Lassen die mal alle ausbrüten. So, so und so. Dann können wir nämlich gleich sehen, welcher Bereich das ist. Okay, das ist die Farbspitze gewesen. Was passt zu dem? Okay, na, eigentlich müssen wir doch den nehmen, weil das sind unsere Kanalfarben. Und es hat auch, ist auch der sinnvollste Wert, glaube ich. Na. So, ich habe die nächsten 5, die anderen habe ich jetzt erstmal rausgebracht. Also ich habe doch tatsächlich auch den mit den helllila Flügeln ausgebrütet. Also der hier, der hatte die Hauptflügelfarbe, sage ich mal, in Orange. Die hatten die Spitzen eben anders. Der eine in so einem zarten Lila, der andere in Grün. Wobei meine Tendenz eher gegen Grün geht als gegen zartes Lila, würde ich sagen. Ich weiß halt nur nicht, wie die Kombination davon aussieht. Ich hätte gerne als Flügelspitzen ein Türkis. Naja. So, dann habe ich welche bekommen. Der hier, na, der hat die letzte Farbe mutiert. Was ist das für ein Wert? Ich glaube, Nahkampfschaden? Nee, ich glaube Sauerstoff. Ach, was weiß ich. Ist auch egal, wie gesagt. Nee, Nahrung hat er, genau. So, dann haben wir hier einen bekommen, der hat wieder die Hauptflügelfarbe in so einem Grün. Das könnte natürlich zu dem anderen Grün sehr gut passen. Dann habe ich hier einen, der hat auch nochmal die letzte Farbe in Knallrot, wie ihr seht. Da weiß ich noch nicht, welche Region das ist. Das müssen wir uns dann mal angucken. Dann habe ich einen, der hat hier die vorletzte. Das müssten ja dann, ja, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Die hatten wir auch noch nicht ausgebrütet. Und der hier, der hat auch wieder die zweite, also die Hauptflügelfarbe. Was mir jetzt fehlt, ist die allererste Position. Die, wo jetzt hier 33 steht, die hatte ich noch nie. Und die dritte Position, wo jetzt hier 32 steht, die hatte ich noch nie. Alle anderen haben wir jetzt schon mal mindestens einmal farbig gehabt. Und jetzt, wie gesagt, es geht nicht um die Werte, sondern es geht halt viel mehr darum, was sieht gut zusammen aus. Wir haben ja jetzt eine ganze Menge Braun- und Rottöne. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich finde, es passt auch in die Umgebung ganz gut. Und wir haben eine Menge Grüntöne. Wir gucken uns die hier auch gleich nochmal an, was denn das ist. Also wir schmeißen immer die gleiche Farbzone raus, würde ich sagen, und gucken dann mal, was wir da so haben. So, und zwar heißt das, wir nehmen erstmal den aus Slot 1 und den aus Slot 3. Na, die haben den hintersten Farbpunkt. Also machen wir mal die 1 ausbrüten und die
die drei ausbrüten. Hoppala. Oh, das sind gleich so viele geworden. Naja, wir brauchen gar nicht so viele, aber egal. So, dann müssen wir erstmal gucken, was denn das ist. Sieht aus wie irgendeine Art von Unterseite. Ah, also bei dem Rot müsste man... Ah, der Bauch. Ne, so ein Streifen am Bauch. Okay, interessant. Ei heben wir auf. So ihr kleinen Krabbeltiere. Ihr müsst dann mal ein bisschen näher kommen. Verhalten folgen niedrigste. Genau. Verhalten folgen niedrigste. Immer du warst. Wir müssen mal gucken, wer hier alles dieses Rot hat. Also zwei braucht man natürlich nicht davon. Höchstens ist es halt ein Männchen und ein Weibchen, weil ich weiß ja jetzt nicht so genau, was wir sonst noch für Tiere haben, die wir zusammen züchten wollen. Da müsste man dann halt gucken, dass man halt auch immer mal Männchen und Weibchen hat. Ne? Wenn es dann am Ende alles nur Weibchen sind, haben wir auch nichts gewonnen. Wenn es einmal nur Männchen sind, haben wir auch nichts gewonnen. Also wir brauchen da schon so eine gewisse Diversität. So, alle stehen bleiben. Ich gehe mal runter. So, jetzt sieht man, ne, dass, also bei dem es rot ist, sieht man es ziemlich deutlich. Bei dem es grün ist, sieht man es eher weniger. Und da weiß ich jetzt schon, dass ich eigentlich das Grüne auch nicht haben will. Gucken wir mal bei den Roten. Haben wir denn hier, also einmal ein Männchen und nochmal ein Männchen. Okay, das heißt, das brauchen wir dann schon mal nicht. Dann würde ich also den hier wieder freilassen, weil also das sieht einfach nach nichts aus. Oder? Nee, das sieht einfach nach nichts aus. Das kann man wegtun. Wir brauchen ja auch nicht zwei Männchen von der gleichen Sorte. Die fliegen also raus und den anderen können wir behalten. So, und dann wollen wir noch den da hinten auf jeden Fall rauswerfen, weil die Zone kennen wir noch nicht. Diese beiden hier, die haben ja wieder die Hauptflügelfarbe gefärbt. Da können wir dann mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das Rot vielleicht auch gar nicht schlecht aussieht. Oder dieses Braunrot auspacken. Nanu? Ach, da. So, können wir gleich mal sehen, was bist denn du? Sind es... Ah, das Gesicht. Okay, das ist nice. Oder? Würde ich doch mal sagen. Das ist ja doch rötlich und bei dir ist es braun. Alles klar, cool. Wusste ich nicht, dass das auch geht, aber finde ich nicht schlecht. Dann kommen wir ein bisschen näher. Ja, dann werden wir wahrscheinlich eher so einen rot gefärbten haben, der dann hier und da irgendwie nochmal eine coole andere Farbe mit drin hat als Kontrast. Weil immer alles dann rot, sieht ja dann auch wieder blöd aus. Also irgendwo braucht man einen schönen, starken Kontrast. Aber ansonsten scheinen wir doch eher in Richtung Rot unterwegs zu sein. Haha, guckt euch das an. Ich hatte das hatte ich noch gar nicht, ja. Hier die Region Nummer 3. Und jetzt haben wir das auch noch in Rot. Perfekt. Das ist sozusagen die letzte Farbe, die mir noch gefehlt hat, die wir noch gar nicht hatten. Ansonsten bin ich hier schon fleißig beim Zusammenzüchten, wie ihr seht. Den brauchen wir nicht, aber die Nummer 1, die behalten wir auf jeden Fall. Ich habe jetzt, also der hier zum Beispiel, der hat den restlichen Körper mutiert. Der ist hell-lila. Das war auch interessant. Ich habe mich ja auch ewig nicht gehabt. Und dann hatte ich mit einer Runde gleich zwei und beide waren lila. Dieser hier einen Ticken, kaum wahrnehmbar, einen Ticken heller als der andere. Aber ja, genau, zweimal eine lila Körpermutation. Ja, wir werden wahrscheinlich mit der gehen müssen, wenn wir nicht bei Grau bleiben wollen. Aber also darüber bin ich gerade richtig happy. Rote Beine. Und ja, ich bin halt nur noch mit unseren Flügelspitzen noch nicht so wahnsinnig zufrieden. Jetzt, wo wir einen lila Körper haben, denke ich mir, bräuchten wir wahrscheinlich auch dann so hell-lila Flügelspitzen. Müssen wir mal gucken. Also der hat jetzt hier die Seitenstreifen, die Flügel und das Gesicht rot und kommt dann auch noch rote Beine dazu. Was haben wir noch? Ja, aus denen habe ich den gezüchtet. Genau, was ich noch bekommen hatte, war so relativ hellgrüne Flügelspitzen. Dann hatten wir ja ganz am Anfang diese hier. Die sind lila, die könnte man nehmen. Oder eben die grünen. Und ja, der hier hat ja nochmal dieses Orangerot in der Flügel. Da haben wir jetzt aber ein röteres Rot für die Flügel. Da momentan haben wir halt einen hellgrünen, einen dunkelgrünen oder einen lila als Flügelspitze. Nichts davon finde ich so richtig gut. Ich hätte halt wirklich gerne einen Türkis oder einen Hellblau oder wirklich irgendwie einen krassen Kontrast. Und das gleiche dann eben auch nochmal in der Körperfarbe. Also wenn der Körper Türkis wäre und die Flügelspitzen Türkis oder irgendwie so ein bläuliches Türkis oder so, das wäre einfach absolut optimal. Aber leider, nein, leider haben wir das nicht. Und sind das die Beine? Es sind die Beine. Es war ja auch der einzige
Teil, der sozusagen noch übrig blieb. Okay, du bist ein Weibchen und das ist ein Männchen. Das ist absolut perfekt. Auch das hat ewig gedauert, ehe ich diese roten Flügel mal auf ein Weibchen bekommen habe. Das hat so lange gedauert. Es hat bestimmt 30 Jungtiere oder so gebraucht, ehe ich das mal managen konnte. Das war wirklich mega nervig. Aber ihr seht die roten Beine, das passt perfekt dazu. Ja, wie gesagt, der eigentliche Körper, ne? Ich finde auch diese dunklen Flügelspitzen ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Die passen ziemlich gut zu dem Rot, muss ich sagen. Deswegen, ich habe schon überlegt, ob wir es einfach vielleicht auch dabei belassen. Aber ja, mal gucken. So, du kriegst erstmal Futter. Und ich hoffe halt einfach noch, bis die beiden erwachsen sind und zusammengepaart sind, hoffe ich hier einfach noch auf eine noch bessere Körperfarbe und noch bessere Flügelspitzen. So, ihr werdet nun Zeuge des Erwachsenwerdens meiner Motte. Sie heißt Melon, weil sie rot und grün ist, halt ein bisschen orange. Und ja, das ist sie jetzt. Unser fertiges Exemplar, ganz in rot und grün. Sieht ein bisschen sehr weihnachtlich aus. Naja, also wie gesagt, die Farbkombi finde ich jetzt nicht so geil, das ganze Rote zusammen. Ich hätte halt anstelle von grün lieber so ein Türkis oder Hellblau gehabt, aber ich kann es halt nun mal nicht erzwingen. So, das sind jetzt die Eltern da vorne. Red, der hat alle vier roten Teile. Und Green, sie hat die zwei grünen Sachen. Und ja, fast bei jeder von dieser Züchtung kam immer wieder noch ein mutiertes Tier, noch ein anders mutiertes Tier raus. Aber ich habe jetzt ja mich entschieden, dass wir mit dieser Farbkombination erstmal gehen. Ich glaube, es sieht ganz cool aus. Wir warten noch, bis der Sturm vorbei ist. Ich würde die hier allerdings ganz gerne nochmal einsetzen, um noch ein Männchen davon zu züchten. Solange wie der Sturm noch tagt, kann man das natürlich mal machen. Stellen die da einfach mal ganz frech daneben. So. Oder dahinter meinetwegen auch. Sagen dir mal, dass sie sich verpaaren sollen. Dann produzieren wir nochmal 1-2 Eier. Mit der die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Richtige rauskommt, ist relativ hoch. Weil ja nur zwei Farben fehlen können, nämlich die von der rein grünen. Aber ja, wir werden sehen. So, der Sturm ist vorbei. Es ist ziemlich interessant. Ihr seht, was die für ein Level hat. Genau das Level meiner perfekten Ausgangstiere. Und wenn wir mal reingucken, mal abgesehen davon, dass sie imprintet ist, die hat nicht einen einzigen Attribut, also nicht ein einziges, ein Skill, ein Wert, ein Attribut, was auch immer, übernommen. Also sie ist im Prinzip, mal abgesehen von den Farben, vollkommen unmutiert. Das ist der Wahnsinn. Das hätte ich echt nicht gedacht. Wir haben so viel herum mutiert und gezüchtet. Ja, so sieht sie nun aus. Also so von oben. Also oben, das finde ich gar nicht mal schlecht. Das hätte ich mir schlechter vorgestellt. Und hier unten der Körper, der ist halt, wie gesagt, sehr, sehr weihnachtlich geraten. Wir werden die hauptsächlich skillen auf Ausdauer und auf Bewegungsgeschwindigkeit. Also wir machen mal hier irgendwie 1000 Ausdauer draus und vielleicht nochmal 3000 Gesundheit oder so. Aber vor allem eben in Bewegungsgeschwindigkeit. Ich hoffe, dass ich das irgendwie erreichen kann, indem ich eben nochmal ein paar Explorer-Notes aufmache. Ansonsten, ja, wie gesagt, das ist jetzt hier unsere Lymantria. Ich habe fast alle anderen Zuchtvarianten entsorgt. Die einzigen, die ich noch habe, sind meine mehr oder weniger gezähmten Tiere, die da oben stehen und die erste Generation von denen. Ich könnte mir vorstellen, wir nehmen die vielleicht einfach mit in die Wyvernschlucht. Hihi, da haben wir gepupst. Wir nehmen die einfach mit in die Wyvernschlucht und locken dann mit denen irgendwie, wenn wir irgendwo ein Ei haben, dann locken wir eine andere Stelle. Wenn da irgendwie eine Wyvern sein sollte, ja, locken wir alle unsere Lymantrias rein. In der Hoffnung, die werden von denen dann angegriffen und wir können irgendwie entkommen oder so. Das, so stelle ich mir das vor. Ja, das hat jetzt ewig lange gedauert. Ich bin mit dem Ergebnis aber trotzdem ganz zufrieden. Wie gesagt, wir haben immerhin die perfekten Ausgangswerte der gezähmten Tiere. Und obwohl wir so viel hin und her gezüchtet haben, hat die nicht ein Level mehr und nicht ein Attributwert besser als die Ausgangstiere. Nur ist sie vollkommen farbig mutiert. Es gibt offenbar ganz alle sechs Farbzonen kann man auch mutieren. Das ist schön. Das Einzige, was sich in der Farbe einfach nicht ändern lässt, ist dieser grau-violett-blaue Streifen hier vorne an den Flügeln. Ne? Man könnte sagen, es ist irgendwie so ein blaustichiges Grau oder es ist ein ganz helles Violett oder so. Das ist das Einzige, was sich nicht ändern lässt. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Ihr könnt mir wie immer, wollen wir das hier gleich nochmal nutzen und hier ein bisschen schneller machen oder ein bisschen ausdauernder machen. Ja, ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Arc. Bis dann, ciao, ciao.